Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch ein Stahlverfach selber bauen könnt. Und das braucht ihr dafür. Einmal Stahldraht, ihr braucht einen Karabiner, ihr braucht zwei Quetschhülsen und ein Tönchenwirbel. Das war's auch schon. Und jetzt fügen wir das Ganze mal zusammen. Als allererstes schneide ich mir ein Stück Stahldraht ab. Ich nehme da immer so eine Länge von 20 bis 25 cm. So. Und jetzt schnappe ich mir meine Klemmhülse. Kurz nochmal zur Klemmhülsengröße. Wie wähle ich die richtige Größe der Klemmhülse? Die Größe der Klemmhülse bezieht sich immer auf den Durchmesser des zu benutzenden Stahlverfachs. Also hier habe ich ein Stahlvorfach mit einem Durchmesser von 0,27 mm und eine Quetschhülse der Größe 1 mit einem Innendurchmesser von 0,63 mm. Da wir das Stahlvorfach gleich doppelt legen und in die Quetschhülse reinschieben, beziehungsweise der Stahldraht doppelt in die Quetschhülse gelegt wird, heißt es, wir müssen den Durchmesser des benutzten Stahls mal 2 nehmen. Das heißt, der Draht ist hier 0,27 mm breit. Mal 2 sind 0,54 mm. Die Quetschhülse hat einen Innendurchmesser, und zwar ist wichtig, dass ihr den Innendurchmesser nehmt. Hat einen Innendurchmesser von 0,63. Da gibt es eine kleine Differenz von 0,54 zu 0,63. Aber sie ist relativ gering, und dadurch, dass die Quetschhülse noch gequetscht wird, ist das kein Problem. Das heißt, ihr müsst immer gucken, dass der Durchmesser eures Stahldrahts, den ihr nutzt, mit dem Durchmesser eurer Quetschhülse übereinstimmt, sage ich mal. Es sollte kein riesengroßer Unterschied zwischen beiden Maßen sein. Also nochmal, ich habe mein Stück Draht. Ich stecke es einmal durch die Quetschhülse durch, so ziehe es am anderen Ende wieder raus. So, und jetzt nehme ich mir meinen Tönchenwirbel und ziehe ihn jetzt über das Ende des Drahtes. So, jetzt nehme ich das Ende und stecke es wieder in die Quetschhülse rein, dass so eine Schlaufe entsteht. Und deswegen vorhin auch der Durchmesser des Drahtes mal 2, weil jetzt liegt, wenn ich es da reinschiebe, der Draht hier innen doppelt. Ja, und der muss halt auch doppelt da reinpassen. So, jetzt habe ich das Ende auch nochmal in die Quetschhülse geschoben und habe jetzt hier so eine Schlaufe. Und an der Schlaufe hängt jetzt der Tönchenwirbel. Die Schlaufe kann ruhig ein bisschen größer sein, also nicht komplett fest zuziehen, denn sonst hat der Wirbel kein Spiel mehr. So ist eigentlich okay, es ist perfekt. Kleine Schlaufe. Und jetzt brauche ich nur noch die Quetschhülse festquetschen. Nehme ich meine Quetschzange, quetsche das Ganze kräftig zusammen. Jetzt sieht das Ganze so aus. Wirbel, Schlaufe, Quetschhülse festgequetscht. Und jetzt drehen wir das Ganze um und nehmen das andere Ende und das gleiche nochmal. Ich nehme mir wieder eine Quetschhülse, ziehe sie auf den Draht. So. Und jetzt nehme ich mir den Karabiner und ziehe den Karabiner, wie eben jetzt auch den Tönchenwirbel, auch wieder auf das Ende des Drahtes. Das Ganze so aus, Karabiner, Quetschhülse, und jetzt lege ich mir hier wieder eine Schlaufe drum und jetzt schiebe ich das andere Ende wieder, wie eben auch, in die Quetschhülse rein. So, auch wieder so eine kleine Schlaufe, ein kleines Auge, sodass der Karabiner ein bisschen Spiel hat. So, und jetzt quetsche ich die Quetschhülse wieder fest.
Das war's. Fertig ist das steife Fach. Hier seht ihr es nochmal. Eine Seite mit dem Törnchenwirbel. Da bindet ihr die Hauptschnur noch dran, die geflochtene. Und hier könnt ihr dann den Köder einhängen. Oder manche machen es auch so, dass sie noch vor das Stahlverfach noch ein Fluorocarbon setzen. Das heißt, dann würdet ihr an das Stahl das Fluorocarbon-Vorfach knoten und das Fluorocarbon-Vorfach wiederum an die geflochtene Hauptschnur. Also das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Manche binden es direkt an die Hauptschnur, manche schalten dann noch ein Fluorocarbon-Vorfach vor. Das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Abo da, lasst ein Like da. Wenn ihr Ideen habt, Inspiration für andere Videos, lasst es mich über die Kommentare wissen oder per E-Mail. Ich wünsche euch alles Gute, eine Tightline am Wasser. Bis bald, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.